Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GDA Online Challenge! Heute mit allen außer Jonathan. Und da Jonathan nicht da ist, muss ich ihn als Quizmaster vertreten. Ihr seht, ich habe mich versteckt. Die anderen haben keine Ahnung, wo ich bin. Wir haben heute kein Bild geschickt. Und ich kann mir dieses hier so wunderschön angucken. Die anderen sind, pass auf, an der hier Ente. Da. Deine Mutter. Drive-by-Mittelfinger. Ist ja mega geil, dass das geht. Die anderen sind, also, ich sag mal so, 3200 Meter entfernt von mir. Okay. Dann wisst ihr das schon mal. 3000, doch. 3200. Krass, und ich werde jedem hier nacheinander 5 Quizfragen stellen. Pro Quizfrage, die richtig beantwortet wird, gibt es 10 Sekunden Fahrzeit. Mhm. Und ihr habt dann 50 Sekunden im Best-Case Zeit. Wenn alle durch sind, gucke ich nochmal nach, wer wie rangekommen ist oder vielleicht auch nicht. Und ja. Ich glaube, diesmal neu ist kein ABCD, ne? Genau, der einzige Unterschied. Oh, jetzt ist. Der einzige Unterschied ist, es gibt kein ABCD. Also ich stelle eine Frage und hätte dann gerne eine Antwort, hart. Aber ja. Ich sag mal, ich kann ja großzügig sein bei den Antworten. Und letztes Mal hat Jay, glaube ich, nee, vorletztes Mal hat er umgedreht. Haben wir letztes Mal TS-Reihenfolge gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Choose your favorite. Ja, wir machen. Peter mal anfangen. Ja? Okay, dann machen wir Peter Sepp Bram. Okay. Dann gehen wir so. Es gibt immer 5 Fragen. Und die sind mal wieder gesponsert aus dem Nerdquiz-Kalender. Vielen Dank an die. Ach du Scheiße, die sind ja auch richtig schwer dann. Rocket Beans TV. Uff. Es gibt sehr viele Fragen. Also, ja, kommt drauf an. Also die sind teilweise schwer. Wenn man manchmal weiß, ist easy. Pass auf, Peter, da du anfängst, darfst du auswählen, fangen wir am 1. Januar an oder am heutigen Datum? Am heutigen Datum. Weil das heutige Datum ist der 22. Mai und dann fangen wir direkt an mit deiner ersten Frage. Wir haben ja keine Zeitvorgabe. Peter, ja. Über welche fiktive Fantasy-Welt herrscht Lord British in den meisten Spielen der Ultima-Serie? Ja. Wie heißt diese Fake-Welt, die ich überhaupt nicht kenne, weil ich noch nie ein Ultima-Game gespielt habe? Die heißt Myrtana. Myrtana ist falsch. Britannia. Ja, okay. Ja. Der heißt auch Lord British. Ja, stimmt. Ich war da schon sehr kreativ. Ich auch nicht gewusst. Ich glaube, Ultima Ascension habe ich gespielt. Nächste Frage. Frage 2. Wie hieß die Band, mit der Olli Dittrich und Wigald Boning in den 90ern die Charts eroberten? Bram und ich schon beide mit die Mini-Playback-Show gewonnen. Die Doofen. Die Doofen, sehr schön. Das ist vollkommen richtig. Dritte Frage. Zu welcher Vogelgattung gehört der Charakter, den man im Indie-Hit Death's Door spielen darf? Das ist ein Rabe. Ja, lass ich zählen, ist eine Krähe. Ah, okay. Also da den Unterschied jetzt ne, zu diskutieren. Ich glaube, ich darf mich heute gar nicht bewegen. Guter Jay ist mein Guess. Ja, ich finde das fair vom Moderator. Zweiter richtiger, mein Lieblingsmoderator. Vierte Frage, ja, guck mal. In welcher deutschen Stadt beginnt der Story-Modus vom Shooter-Hit Call of Duty Vanguard? Das war kein Hit. Im 2. Steht hier. Ich sag mal Hamburg. Das ist richtig. Wer hätte gedacht, dass es sonst Berlin sein könnte, aber nein. Hamburg ist richtig. Und letzte Frage. In welchem Videogame-Hit spielt die großgewachsene Lady Dimitrescu eine wichtige Rolle? In welchem was-Hit? In welchem Videogame-Hit? Ah, Videogame. Ich habe erst Indie-Hit verstanden und dachte, Moment. Quasi in welchem nicht. Videospiel spielt Lady Dimitrescu? Okay, Resident Evil 8. Village. Ja, das ist richtig. Das sind 4 von 5. Ululu. Das sind nice. Schon mal geschmeidige 40 Sekunden für Peter, die du jetzt fahren darfst. Ich sag ich glaube nicht. Ich sag einfach nur Stopp, ne? Ja, ja. Da muss man loslassen. Und dann Hände hoch. Okay, bist du bereit? Also ich habe jetzt 4 Richtungen zur Auswahl und habe keine Ahnung, was die richtige ist. Ne? Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ich bin bereit. Okay, dann startet deine Zeit in 3, 2, 1, go. Ja, fick dich, geh weg, da wäre ich mir jetzt an, du Wichser. Da wäre ich auch lang gefahren. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Ja, da wäre ich nicht hingefahren. Aber wir haben ein richtiges Profi-Auto hier, ne? Also dieses Opel Corsa-Style. Da kommt auch noch Speed raus hinten rum. Ja, so Alter, mal geht vom Auto ab. Das wird gleich übel mit dem Loslassen, fürchte ich. Weil du gerade jetzt da die Berge wieder runterfährst. Ja, das ist absolut richtig. Doch super, dann kommst du noch ein bisschen.
Also ich glaube, ich werde mich nicht wegbewegen. Ach komm, ich fahre hier einfach mal runter. Stopp. Let's go. Okay, ja, passt. Ich fahre hier mal runter. Ja, ah, ja, genau, natürlich ist da direkt so ein Strommast. Ja, okay, alles klar. Wie viele Meter waren wir am Anfang? 3000. Ich bin 3200. Sehr gespannt, was ist. Ja, gut. Ich muss mich auf diesem Server nicht bewegen, ne? Ich werde nicht gekickt. Nee, nee, sollte nee, nicht nee. So sein. Okay. Dann machen wir weiter mit Sebastian. Deine ja, Chance, 50 Sekunden zu ergattern. Frage Nummer 1. Hätte keine gerade richtig beantworten können. Frage Nummer 1. Welche drei GTA-Titel wurden 2021 recht mies als Definitive Edition neu aufgelegt? War da GTA 1 mit dabei? Das klingt wie eine Fangfrage. Also drei Titel, ne? Welche ja. drei GTA-Titel wurden... Ah, war das 2, 3 und Vice City? Ne, war da 2 dabei? Nein, warte mal. Das war 3, 4 und Vice City. Das ist leider falsch. Es waren GTA 3, Vice City und San Andreas. Ah, San Andreas war's. Nico Bellic leider nicht. Ach. Frage Nummer 2. In der deutschen Version von welchem Film kommt der Satz "Bunt ist das Dasein und granatenstark" vor? Was? In welchem Film? Ja. Kommt "Bunt ist das Dasein und granatenstark" im vor? Namen der Rose. Das hätte ich auch nicht gewusst. Es ist also lange, vor, lange her. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Ja, genau. Ja, klar. Keanu Reeves. Also, das ist aber ein cooler Film. Ich sag, Frage ich werde mich hier nicht wegbewegen. Ja, mal gucken. In welchem Land fährt man im Xbox-Hit Forza Horizon 5 in Sportwagen um die Wette? Forza Horizon 5 spielt in welchem Land? USA. Mexiko. Frage 4. Welcher US-Bundesstaat war der Schauplatz in fast einem Dutzend Stephen King-Romane? Mhm. Ich glaube, da kommt Kalifornien. Maine. Alter. Das hätte ich auch nicht gewusst. Letzte Frage. Stephen King, Maine. Letzte Frage. 10 Sekunden hast du vielleicht noch, wenn du mir sagst, in welcher Zeichentrick-TV-Serie verspeisen die Figuren ein Gericht namens gedämpfte Huscheln? SpongeBob. Die Simpsons. Ach komm, Alter. Das ist das, wo die Küche brennt bei Simon Skinner. Aber überzeugend klar. gesagt, Sepp, muss ich sagen. Huscheln klang wie Muscheln, das klang für mich nach ja, Meer. Ich, also ich weiß, wo du herkommst, auf jeden Fall. Mit den Muscheln. Das waren leider 5 Fragen ohne richtige Antwort. Ich bewege mich einfach gar nicht. Ne? Ja, Bam, dann weißt du wenigstens, in welche Richtung angucken, gleich muss. Also wenn Bram in die gleiche Richtung fährt wie ich, bist du vielleicht gleich am nächsten dran. Ja, mal gucken. Oder ich werde logischerweise nicht in die gleiche Richtung fahren. Wenn du überzeugt wärst, würdest du es tun. Okay, 5 Fragen für Dennis Bram. Die erste. Der Name der Schokoladenmarke Milka ist ein Akronym. Was verbirgt sich dahinter? Alter. Milch und Kakao. Milch und Kakao ist richtig. 10 Sekunden. Frage 2. Welche beiden Farben haben üblicherweise die Steine des Zwei-Personen-Strategiespiels 4 gewinnt? Blau und Gelb. Rot und Gelb. Ach, scheiße, das Spiel ist blau, wa? Ja. Ja, genau, das Spiel ist blau. Frage 3. Wovor hat Vicky der Wikinger laut dem deutschen Serienintro ganz besonders viel Angst? Vor gar nichts. Vor Wölfen. Ja. Okay. Frage 4. Welche Schokolinsen verdanken ihren Namen dem Unternehmer Forrest Edward Mars und Bruce Murray? M&M's. Mars and Murray's sind M&M's. Richtig. Das war die zweite. Und die letzte Frage. Der Siedepunkt von Wasser liegt bei 100 Grad Celsius. Wo liegt der Siedepunkt in Fahrenheit? Das ist doch eine Frechheit. Ich kenne den Umrechnungskurs nicht. 72, das ist aber auch nicht so 1 zu 1. Das ist so... Ja, ich sag mal 150. Na, 212. Ich glaube, es gab auch ein Spiel, was so heißt. Fahrenheit 212.
Ja, das waren zwei richtige Antworten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das sind 20 Sekunden, die Bram jetzt durch die Gegend eiern darf. Ich weiß gar nicht, welches Audi ihr habt. Deswegen wollte Bram da nicht anfangen, damit er noch sieht, wo ich hinfahre, aber ich nicht sehe, wo er hinfährt. Peter, ich fahre am Weinwurz vorbei nach Norden, Süden und nach Osten. Habt ihr denn ein schnelles Auto oder nicht? Nee. Ja, so kacke. Oh, Opel Corsa, ne? Also. Okay. Ah. Gut, bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Ich fahre nach Osten, die Straße fährt. Also von uns aus bin ich links abgebogen. Ja, nach Osten, alles klar, weiß ich Bescheid. Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich eine Frage richtig haben werde. Ja, mach die doch mal nicht so. Aber Milka hätte ich gewusst. Guck, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Stopp! Oh Gott. Oh, alles ist in Ordnung. Ja, easy. Guck mal, da ist ein Abgrund. Direkt rechts neben mir. Eine Türlänge maximal. Aber ich habe Schwein gehabt. Da unten wäre jetzt kacke. Okay, dann gucken wir mal. Also, Sepp, ich kann dir sagen, du bist immer noch 3200 Meter ungefähr weg, also 3203 Meter. Zuerst gefahren ist Peter. Ja. Peter ist jetzt entfernt. 3372 Meter. Oh, okay. Bram ist als zweites gefahren und ist entfernt 3726 Meter. Also ist Sepp am nächsten dran, ja? Am nächsten dran. Nice! Okay, scheiße, also ist der in der Stadt. Oder hält so ein bisschen in die Richtung. Nee, kann nicht. Wieso nicht? Weil ich auch noch so nah dran bin. Genau. Du hast so... Achso, ja, der ist dann links an der, also, an der Westküste irgendwo. Ja. An der er könnte natürlich auch da in der Stadt sein. Ja, gucken wir mal. Nee, ich brauche aber Zeit. 3700 Meter ist natürlich schon mal wie wir jetzt zusammengearbeitet haben. Ja, guck mal, es ist ja richtig harmonisch hier. Und wir kommen zu... Runde 2. Frage Nummer 1 für Peter. Ja. Oder haben wir gemacht, wer am weitesten weg ist? Fängt eigentlich an, ist so. Immer wer also nach Entfernung. Stimmt, wer am weitesten weg ist, nach Entfernung haben wir gemacht. Da habe ich kurz was gehabt, dann, deswegen fängt Bram an. Ein Vorteil? Weiß ich nicht, ist das nicht ein Nachteil? Ist ein Nachteil, wenn du weiter weg bist, ja. Nee, aber hat das einen Vorteil anzufangen, deswegen hat man die Reihenfolge geändert? Ja, du triffst ihn als erstes, ne? Genau, du würdest ihn dann als erstes treffen. Ah, ja, stimmt. Dann fängt Bram an. Frage Nummer. Warum darf ich als letztes anfangen? Frage Nummer her, das ist richtig. Frage Nummer 1. Welcher mythologische Held war unverwundbar, ausgenommen in einer kleinen Stelle an seiner Achilles. Herzen? Das war selbstverständlich Achilles. Frage 2. Mit welcher angeblich tragbaren Konsole versuchte Nintendo 1995 Spiele in 3D möglich zu machen? Ja. Das weiß ich nicht mehr, wie der Super SNES. Nee, das war der Virtual Boy. Ja, genau so hieß der, aber auf den Namen wäre ich nicht mehr gekommen. Frage 3. Welche Videospielfirma produzierte Titel wie Defender of the Crown und It Came from the Desert? Paradox. What the fuck, Alter? Cinemaware. Okay. Okay. Basiswissen hier möchte absolutes Basiswissen. Frage Nummer 4. In welcher fiktiven Stadt findet der Videospielklassiker GTA 5 statt? Das ist Los Santos. Das ist Los Santos. Ja gut, ich meine, das Spiel ist mittlerweile noch 10 Jahre alt. Was? Ja. Wer weiß. Aber es ist ein schöner Zufall. Und die letzte Frage. Mit welchem MMORPG versuchten Amazon Games im Jahr 2021 in Hit zu landen. Tja, ist es New World oder Lost Ark? Ich nehme New World. Ja, New World, klar. Ja, Lost Ark war ja. War das nicht auch von denen? Ich glaube nur komplett gepublished. Asien meine ich. Ich weiß, dass sie jetzt die Rechte und so gemacht haben für Herr der Ringe. Jo, ja, für ein Herr der Ringe Online-Spiel. Das wird wieder richtig geil, 2 Wochen reingesuchtet des Todes. Und dann ja, ist halt so. Ey, wie bei New World, aber egal, ich hatte 2 Wochen Spaß. Ich hatte auch 2 Wochen Spaß. Und ja, das waren, 5 30. Fragen, 2, 3 richtige Antworten. Ja, nehme ich. 30 ready. Sekunden für dich, du bist ready und dann würde ich sagen, geht's los in 3, 2, 1, go. So. Jetzt aber schnell. Schnell. Kommt Bram jetzt einfach wieder den gleichen Weg zurück? Das ist richtig. Oh Gott. Unfall!
Halt mein Maul, Junge! Alter, ciao, Sepp! Stopp! Hola. Ja, easy. Hier kann man nicht runterfallen. Alles gut. Geil. Steht 10 Meter von Sepp weg. Ja, finde ich auch richtig gut, Bram. Aber das heißt ja eigentlich, dass du in deiner zweiten Runde, also bist du ja mehr gefahren als in der ersten, logischerweise. Das ist richtig, ja. Dann war Peter dran, richtig? Jo, jo, jo. Deine erste Gesundheit. Frage. Gesundheit, Sebastian. Dankeschön. Alter. Eine Filmfrage. Welcher Regisseur prägte 1968 im Kinofilm Die Nacht der lebenden Toten das Bild der Zombies? Ja. Cliff Baker. Nee, George A. Romero. Ja, George A. Romero. Fuck, ey. Ah, wusste man. Frage 2. In welcher deutschen Stadt befinden sich die Studios des Internetsenders Rocket Beans TV? Hamburg, schon wieder. Hamburg, schon wieder. Das ist ein Zufall. Hamburg ist die beste Antwort hier. Dritte Frage. Welcher berühmte Roman von Victor Hugo wurde 1996 von Disney als Animationsfilm umgesetzt? Was? 96? Oder Victor... Ja, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Also der wird geschrieben, halt Victor mit C. Die Schöne und das Biest. H-U-G-O. nee, es war der Glöckner von Notre Dame. Dammit! Irgendwas Französisches, weil du Hugo sagen wolltest. Ja, ich weiß es. Vielleicht war er auch. Also, vielleicht war er auch Brite und zumindest. Keine Ahnung. Vierte Frage. Ausgehend von der Sonne, kommt welcher Planet unseres Sonnensystems an fünfter Stelle? Was? Ach du Scheiße. Was? Komm. Na komm. Ach, ich hab mir das doch nie gemerkt. Easy, Peter. Saturn. Ja, falsch. Jeden ist Jupiter. Jupiter. Und die letzte Frage. Und bisher hast du eine richtig, aber vielleicht kriegst du ja nochmal 10 Sekunden drauf. Welcher Charakter aus den Harry Potter Romanen ist der sogenannte, oh, hier ist das jetzt vielleicht ein Spoiler, der sogenannte Halbblutprinz? Was weiß ich? Gibt doch, der Film heißt, glaube ich, auch so, der Teil. Ja. Er ist der Halbblutprinz. Wer ist er denn, der Halbblutprinz? Ja, natürlich ja, ist er Ron. Muss Ron sein. Es ist leider nicht Ron, sondern Severus Nein. Snape. Aber Ron hätte ja sein können, halb Mensch, halb Wiesel. Ja. Wobei, der war gar nicht so schlecht. Ja, 10 Sekunden für dich, Peter. Jo. Du bist auch schon bereit. Und dann würde ich sagen, läuft deine Zeit in 3, 2, 1, Abfahrt. Erstmal schön zurücksetzen, Reifen durchdrehen. Stopp! Stopp. Okay, gut, alles gut. Da bin ich ja weit gekommen. Lecco mio, bestimmt 8 Meter. Na, guck mal, ist doch mehr als nichts. Das so, stimmt. Sebastian! Ja, ich bin auch noch dabei. Deine Chance. Ich habe auch ein paar Sachen gewusst. Ich habe Hoffnung. Ich auch. Wir sind mittlerweile angekommen in KW24. Mhm. Deine erste Frage. Welche Videogame-Serie führte 2021 mit dem Charakter Rivet einen neuen spielbaren Charakter ein? 2021? Ja. Und es gibt Rivet und ich habe keine Ahnung. Clash of Clans. Ratchet & Clank. Ah, guck mal, habe ich durchgespielt, hätte ich trotzdem nicht gewusst. Ja, ich auch. Also, wow. Frage 2. Wie heißt der erfundene britische Geheimdienst, für den die Romanfigur James Bond tätig ist? Also, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es der MI6 ist, aber ich nehme das. MI6 ist vollkommen richtig. Der ist erfunden? Scheiße. Ja, MI5 gibt's nur. LOL. Ja, die haben nur einen draufgesetzt. Ja. Okay. Der MI5 ist der Geheimdienst und MI6 ist dann der geheime Geheimdienst. Ach komm, jetzt parken die mir hier auch noch die Tour zu, jetzt wo ich mal was richtig habe. Frage 3. Was war der ehemalige South Park-Charakter Jerome McElroy von Beruf? Boah, das. Was? Also es gibt den, also ich kenne den Koch. Das ist richtig. Das ist Chefkoch. Ja. Richtig. Okay, nice. Frage 4. In welcher Videospielserie geht es um eine Gang namens Third Street Saints?
In welchem Videospiel? Ja. Da ist natürlich GTA 3. What? Saints Row. Die Saints. Okay, das macht ja auch Sinn. Und die letzte Frage. Hab ich auch nicht gespielt. Zu welcher humanoiden Spezies gehört der Videogame-Superstar Ape aus den Oddworld-Spielen? Okay, kannst du die Grundfrage nochmal stellen? Also, zu welcher Spezies gehört der Videogame-Superstar Ape, ja, also ABE, aus den Oddworld-Spielen? Das hätte ich auch nicht gewusst. Ja. Mudokon. Auch absolutes Basiswissen. Also, das haut's echt gut nach, würde ich sagen. Also das waren aber zwei richtige Antworten. Das war zu geil gewesen. Das ist mir so ungefähr schwer, ey. Du darfst dich jetzt 20 Sekunden bewegen. Du bist bereit? Ja, hier ist überall Stau. Ich bin komplett eingekesselt, aber ja. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, go. Ich muss erstmal zurücksetzen, weil vorwärts ist leider alles blockiert. Fahr nicht bei mir rein. Dreh um und fahr die erste links. Ja, mach ich auch. Deine Strecke dürfte besser sein, als ich, weil du fährst dann gerade über der Ente lang und ich muss den Entenarsch fahren. Ja, versuche ich. Aber. Puh, auch zu gehen. Und mir tauchen auch die ganzen Autos auf, die einfach wieder despawnen. Nein, nein, nein. Boing. Okay. Rollte noch. Boah, ich bin richtig weit gekommen. Boah. Okay. Status-Update von Runde 2. Wer hat hier Meter gut gemacht, wer auch nicht? Ich beginne mal oben bei Peter. 3196 Meter. Oh, sehr gut. Bin näher gekommen. Sepp, auch näher gekommen. 3072 Meter noch. Hm. Und Bram, 3054 Meter. Oh. Ausgeglichen gerade. Ja, ziemlich. Beim nächsten dran, wa? Ja. Ja, am weitesten weg ist Peter. Das heißt, in Runde 3 kriegt er die erste, dann Sepp und dann Bram. Guck mal, Bram, vom dritten am ersten. So schnell geht das. Ja, gar kein Problem. Dann kann ich kurz meinen Sonnenschirm aufmachen. So schnell geht das. Peter, erste Frage für 10 Sekunden. Ja. In welcher amerikanischen Großstadt sorgt der Sci-Fi-Polizist Robocop für Recht und Ordnung? Los Angeles. Detroit. Schade. Wie heißt das langjährige Clown-Maskottchen der Fast-Food-Kette McDonald's? Ronald McDonald. Das ist richtig. Frage 3. Wer war der Autor des erfolgreich verfilmten Sci-Fi-Romans Starship Troopers? Weiß ich nicht. Robert A. Heinlein. Die haben alle ein R drin. Ohne Scheiß. Nee, A. Ne. Nicht Ach R. So, mit A, okay. Ach so. Okay. Anton. Oder R.A. Wäre auch cool. R.R. Was? Frage 4. Welcher Kult-Comic von 1986 wurde von Alan Moore geschrieben und von Dave Gibbons gezeichnet? Mad. Watchmen. Okay. Gibbons doch Alter. Nicht, ey. Ja, soll der beste Comic aller Zeiten sein, irgendwie nach Bewertung. Habe ich so erst einer erwähnt, die ich gelesen habe. Letzte Frage. Welches Fast Food wurde nach weit verbreiteter Auffassung von Hertha Charlotte Heuver erfunden? Also H-E-U-W-E-R. Heuver. Was hat die für ein Fast Food erfunden? Oder, Moment. Hertha. Ja. Was? Hawaii Toast. Chicken Nuggets. Hertha Charlotte Heuer. Was denn? Chicken Nuggets. Die Currywurst. Ja. Oh. Das war eine richtige Antwort. Dementsprechend hast du gleich 10 Sekunden Zeit. Yes. Und die beginnen in 3, 2, 1, go. Guck ich jetzt einfach zu. Jetzt nicht, dass wir die 3 Kilometer Vorbei. Schaffen. Entschuldigung. Ja, ich muss mal mehr Fragen richtig beantworten. Das war ja hier wieder armselig. Ja, Zeit für dich. Zufall. Okay, Nummer 2 war Sepp. Mhm. Erste Frage, 10 Sekunden. Welcher griechische Dichter gilt gemeinhin als Autor der Epen Ilias und Odyssee? Aristoteles. Homer. Ach, Homer. Homer. Fuck. Frage 2. Mit welcher Videospielfigur traten die Raving Rabbits 2006 erstmal als spielbare Charaktere auf? Kannst du nochmal vorlesen? Mit welcher? Mit welcher Videospielfigur traten die Raving Rabbits 2006 Mario. Erstmal als Rayman? Frage 3. Oh. Welchen Namen trug der Hobbit, bevor er durch den Einfluss des Ringes langsam zu Gollum wurde? Boah.
Ach du Scheiße, doch, warte. Stimmt. Das ist. Nee, Isildur ist es nicht. Nee, der war nicht. Ach, dammit. Nee, ich glaub, drauf kommen werde ich nicht, aber ich weiß es. Ja, das sagt er auch ein paar Mal. Es ist Smeagol. Ach so, oh lol, ja. Okay, ja, doch, den hätte man ein bisschen schneller hinkriegen können. Frage 4. Welcher Superheld wurde im Fernsehen hauptsächlich von Bodybuilder Lou Ferrigno dargestellt? Welcher Superheld? Ja. Lou Ferrigno. Superman. Der unglaubliche Hulk. Ah. Er wird ja der Nachbar von Doug und Carrie in King of Queens. Oh ja. Oh ja. Macht immer so ganz viele Witze, der soll sich nicht aufregen und läuft grün an und so, das findet er gar nicht lustig. Frage 5. Oder? Ja, Frage 5. Wie lautet der Vorname der deutschen Kultfigur Herr von Bödefeld aus der Sesamstraße? Karl. Uli. Ja, da wären aber Smeargol hätte ich machen können, aber ja, ich bleib mal hier stehen. Sepp, bleib mal stehen. Vielleicht bringt dir das ja auch wieder was. Mal gucken. So, nee, der letzte im Bunde ist Bram. Ja. Frage 1. In welchem Zeichentrick-Hit wurden die Protagonisten von Doc Brown und Marty McFly inspiriert? In welchem Zeichentrick-Hit die inspiriert worden sind? Ja, also wahrscheinlich für. Also, für welchen Zeichentrick-Hit wurden die Protagonisten von Doc Brown und Marty McFly inspiriert? Also, welche Serie? Zurück in die Zukunft. Nee, Rick and Morty. Rick and Morty, ja. Ah, okay. Frage 2. Welcher Musiker inspiriert... Oh, jetzt sind wir hier beim Inspirieren. Welcher Musiker inspirierte mit seinen Outfits Aladdins Pluderhosen im Disney-Film von 92? Borat. MC Hammer. Okay. Alter. Millionen. Frage 3. Welcher bekannte Musiker spielte den Teufel im Kinofilm The Pick of Destiny? Ja, scheiße, das weiß ich. Und zwar ist das... Scheiße, ich habe gestern noch Master Exploder geguckt. Und Tribute. Die Musikvideos. Und zwar ist das... Ah, fuck, von Led Zeppelin. Keine Ahnung, Led Zeppelin einfach, die ganze Band war das. Play the best song hat gesagt von den Foo Fighters, Dave Grohl. Von den Foo Fighters war's. Ja, genau. Scheiße, ey. Frage 4. Wie lautet der Name der Schwester von Videospielheld Crash Bandicoot? Coco. Ja, Coco Bandicoot. Nice. Und letzte Frage. Welches der 7 Weltwunder der Antike existiert heutzutage noch als einziges? Die Pyramiden. Von Gizeh, auch richtig. Nehme ich 20%. 20%, genau. 20 Sekunden Zeit. Warum ist schon heiß? Dann würde ich sagen, laufen die in 3, 2, 1, go. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Ich muss langsam fahren. Ich darf jetzt nicht hier den Entenarsch runterrutschen. Gesundheit. Okay, hier ist die Brücke. Das ist in Ordnung. Ich schon sag jetzt gleich irgendwann Stopp. Stopp. Okay. Also, mach ich. Ja, ich roll noch. Mach ich. Ich roll noch. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, ich. Komm, roll weiter. Ah, egal. Schön auf der Straße. Nice. Okay. Nach Runde, ich glaube, 3. Die Zwischenstände. Zuletzt gefahren ist Bram. Der ist jetzt 2670 Meter dran. Ach, Scheiße. Okay. Sebastian, nice. 3072. Und Peter, 2952. Dementsprechend haben wir Sepp. Ich bleib einfach hier stehen. Peter, ist schön neben dem See, neben der Ente. Schon schick. Sebastian, Bock auf Sekunden? Dann musst du mir diese Fragen beantworten. Und zwar die erste. Wer ist laut Romanen, Kinofilmen und Videospielen der Vater des fiktiven Charakters Alucard? Dracula. Das ist richtig. Ich dachte, weil wir Vampir und so mega. Ja, ja. Wer braucht laut dem deutschen Serienintro dunkle Tannen und grüne Wiesen zum glückselig sein? Heidi. Alter, nice. Natürlich.
Okay, ja, klar. Völlig klar. Kennst du Sintron nicht? Ja. Kann ich nicht singen. Frage 3. Wie heißt? Ich wusste, dass du das fucking Heidi ist. Aust zum Glücklich sein. Okay, jetzt. Wie heißt die weibliche Ninja Turtle, die in der Serie The Next Mutation zum bekannten Alter. Quartett stößt? Alter, Lucy. Okay, pass auf, halt dich fest. Venus de Milo oder Mai Peachy? Okay. Ja. Basiswissen. Da hab ich nie von dran, gehört. Mai Peachy, Alter. Ich wusste, okay. Irgendwie so, ja, was kriegst du heute? Ja, ich krieg heute Mai Peachy. Oh, geil, hoffentlich besser als letzte Woche, ne? Ja, aber wir bleiben bei weiblichen Action-Heldinnen. Wie heißt die rundliche Wurfwaffe, mit der Kriegerprinzessin Xena ihre Feinde in die Flucht schlägt? Oh, Xena war mega damals. Habe ich ab und zu mal geguckt. Wie die Waffe heißt? Ja. Harry. Harry die Klinge. Schlitz heißt die. Ja, die heißt Chakram. Ah, Chakram, ja. Xena hatte so den gleichen Vibe wie Herkules. Das war so das. Mit ja. Ani, ja. Nee, Ani? Conan fand nee. Ich immer. Ja, das war der oder Film, Conan, aber es gab ja nur die Serie Herkules. Ja, ja, nee, ich meinte, ich fand immer Xena war wie Conan, nur in weiblich. Achso, ja, das Xena war sein. Auch eigentlich echt Trash, aber. So, Frage 5. Welcher Charakter ist im Kultfilm Fluch der Karibik der Kapitän des Piratenschiffs Black Pearl? Oh, jetzt bin ich aber verwirrt. Der wechselt doch. Kannst du die Frage nochmal stellen? Welcher Charakter ist im Kultfilm Fluch der Karibik der Kapitän des Piratenschiffes Black Pearl? Ja, aber beide. Also eigentlich müsste es Jack Sparrow sein. Der kriegt doch das Schiff von Captain... heißt er Barbados? Nee, Barbados heißt er nicht. Das ist da, wo ich Urlaub machen will, Barbados. Ja, ja. ja, warte mal. Bassamoa? Nee, wie heißt der? Scheiße. Captain. Ich sag Jack Sparrow. Ja, danke schön, das ist auch richtig. Barbados. Wie heißt Barbarossa. Barbossa. Barbossa, ja. Barbossa, ja, irgendwie sowas. Barbossa war. Barbossa war jemand anderes. Barbossa! Da waren der König von Aachen. Drei richtige Fragen, 30 Sekunden Zeit. Alter, ich bin insane. Ja, nice. Du bist hoffentlich auch bereit, dann geht los. In 3, 2, 1, go! Alter, dieses Ding hat einfach nur durchgehend durchdrehende Reifen. Ei. Jo, stimmt, Barbossa sagt auch immer Ei. Ei! Das sind ja Seemänner, also die sagen alle Ei, glaube ich. Menschen der See. Und nicht hier sagen Stopp, bitte. Und im Wasser. Stopp! Ah, das ist gut, das ist gut. Ah, oh, die eine böse Kurve haben wir noch geschafft. Ja, okay, vielleicht so ein bisschen am Hang hier. Ja, das ist okay. Nice! Nächster Kandidat ist Peter. Yes. Welche deutsche Sportliga enthält den Markennamen ihres Sponsors Flyer Alarm offiziell im Titel? Was? Was? Ja, es gibt eine Liga im Sport, die hat Flyer Alarm offiziell im Titel. Sowas wie. Ist die Liga für Ultimate Frisbee. Nee, das ist die Flyer Alarm Frauen-Bundesliga. Oh. Frage 2. Welcher war der erste Film des Regisseurs Zack Snyder, der auf einer Comicvorlage basierte? 300. Das ist richtig. Nice. Direkt einen Banger rausgehauen. Frage 3. Welcher japanische Game Designer machte sich einen Namen mit dem Kult-Adventure Snatcher? Das ist, ja. Pass auf, ich habe gerade Brainfart, aber. Ja, das, kein Problem. Warte. Das ist der Dude, der Metal Gear Solid gemacht hat und danach das Lauf-Adventure gemacht hat. Und wieso fällt mir dieser Name gerade nicht ein? Der ist das der mit den schwarzen Haaren, ne? Und dem kleinen Bärtchen. Weil du ihn 5000 Mal gelesen hast oder so. Ja, das ist das Schlimmste! Diese Mission wird präsentiert von Ficken, Alter! Ja, der Metal Gear Solid gemacht hat. Entweder das reicht dir oder das reicht dir nicht.
Ja, da wir ja keine ABCD-Fragen haben, es ist exakt genau der richtige. Hideo Kojima. Genau, Kojima. Das war die zweite richtige. Vierte Frage. In welchem Jahr gewann Stone Cold Steve Austin das King of the Ring Turnier in der WWF? 98. 96. Ja, Peter. Das war doch ein Match, Alter. Du hast nicht mehr weiß. Fünf-Sterne-Match, Peter. 96, ja. Wie lange das schnell ist. So, letzte Frage. Welches deutsche Entwicklerstudio hat den Großteil der Turrican-Spiele produziert? Was ist denn Turrican? Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, das war, glaube ich, Super Nintendo-Zeiten oder so. Ja. Ich sage einfach mal Sunflower. Ich sage einfach Factor 5 oder Factor 5. Wie viel hatte ich richtig? Zwei. 300 und 20 Sekunden. 300. Laufen in 3, 2, 1, go. Vielleicht kommt Peter ja hier bei mir vorbei. Ja, ich hätte vorher so weit weg von euch. Hätte vorher wissen müssen, dass ihr mit so einem Trabi da durch die Gegend eiert. Der mich zweimal nicht bewegt, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Wir sind jetzt, ich meine, die erste Frage bin ich auch in die Falle. Also, ich bin, im Prinzip habe ich erst eine Frage beantwortet, weißt du? Das riecht Shop! Palim, palim. Gesaved von der Leitplanke, danke. Okay, Peter ist nicht bei mir. Ich bin auf der anderen Seite des Berges aus eurer Perspektive. Ich bin am Arsch. Ach, bist du noch nicht zurückgefahren? Nein. Oh. Du versuchst erstmal zur Küste zu kommen. Bam. Ja. Der letzte in dieser Runde. Wir müssen nicht über Straßen fahren, wa? Nee. Wir wollen, wir können auch. Ja, ich frag für einen Freund. Du kannst aber mal fahren. Wie viele Arme hat der Octopus Hank aus dem Disney-Animationsfilm Findet Dory? 7. Richtig. Und nicht 8. Voll die Fangfrage. Welcher Nintendo-Held sollte vor seiner finalen Umbenennung den Namen Popopo tragen? Popopo. Alter. Banjo-Kazooie. Kirby. Okay. Banjo oder Kazooie? Frage 3. Welcher deutsche Comiczeichner erfand Fix und Foxy? Alter. Herbert Brecht. Rolf Kauka. Frage 4. Welches Entwicklerstudio steht hinter dem Xbox-Hit Psychonauts 2? Ja, das könnte man wissen. Und das ist Sony. The Double Fine Productions. Und dann kommen wir schon zu Frage 5. Welcher literarische Held des Mittelalters kämpft gegen eine Kreatur namens Grendel? Welcher? Welcher literarische Held des Mittelalters kämpft gegen eine Kreatur namens Grendel? Das war auch David. Nee, das war Beowulf. Okay. Alter. Okay. 10 Sekunden, bin ready. 10 Sekunden. Du bist ready und dann sage ich mal 3, 2, 1, go. Okay, komm schon. 10 Sekunden sind nicht so viel. Die Kurve muss ich kriegen. Ja, ist mir egal. Stopp. Wow, 180. Alles gut. Komm, sagen geeiert. So, da gucken wir mal nach. Also, ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat. Ist doch egal. Peter, 2573 Meter. Sepp, 2368 Meter. Hm. Und Bram, 2351 Meter. Hm. Wenn ich mir das so auf der Map angucke. Alter, wir haben noch nicht mal 1000 Meter geschafft. Ja, das. Ihr seid ja auch am Anfang hart. Alle in die falsche Richtung gefahren, außer Sepp, der ist stehen geblieben. Ja, ich sag mal so, die Schwere der Fragen trägt nicht dazu bei, dass wir schneller näher kommen. Das stimmt, aber da haben wir noch ein paar. Dementsprechend, warte mal, 2,5, 2,3. Ich bin am weitesten. Peter, dann Sepp und, zwischen Sepp und Bram ist aber echt knapp. Das sind gerade mal 17 Meter Unterschied. 17! Aber Bram ist näher dran. Okay, also Peter, Frage 1. Wie heißt die TV-Serie, in der Hulk Hogan mit einem futuristischen Schnellboot Verbrechen aufklärt? Oh ja. Action Boat. Thunder in Paradise. Alter, die war mega das geil, war mega, Alter. Komischerweise, dass alle Bösewichte immer am Strand waren oder auf dem Wasser und keiner von denen jemals auf die Idee kam, mal an Land zu fliehen. Dann wäre das Boot auch am Sack gewesen.
Frage 2. Welcher amerikanische Actionheld trägt im echten Leben den mittleren Namen Gardenzio? Was? Also der Mittelname. Sylvester Stallone. Richtig. Boah! Boah, nice. Welchen ungewöhnlichen Vornamen trägt die Protagonistin aus der A Plague Tale Spielserie? Oh. Ja, hab ich ja mal angefangen, hab mich leider wieder verloren. Ich sag mal Scarlett. Amicia. Frage 4. Für welche Sitcom war Bryan Cranston bekannt, bevor er in Malcolm in the Middle. Ja, Malcolm mittendrin. Und die letzte Frage. Von welcher Firma stammen Kultspiele wie Bubble Bobble, Arkanoid oder Space Invaders? Atari. Taito Corporation oder Taito. Ach, das waren zwei richtige Antworten. 20 Sekunden für Peter. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Frag mich ja, Bram, wo der dann ist, wenn du da... Naja, bis zum Forschungscampus kann man ja noch fahren, wa? Also ist noch ganz Stück. Das ist ein Problem. Stopp! Aber. Das ist ein Problem. Das ist aber blöd, wenn dann der Stopp kommt. Also rechts oder links vom Forschungs. Ja, Jungs, ihr macht das, ne? Naja, Peter, wir müssen erstmal richtig was nennen. Ich komme hier nicht mehr raus. Sebastian ist Nummer 2. Oh, du hängst am Berg fest wegen Grip oder was? Ja, gucken wir mal. Ja, dann würde er ja runterrollen, oder? Ja, hier gerade stehe ich. Ja. Okay, Frage 1. In welcher Sitcom treffen sich die Charaktere zum Essen im fiktiven Restaurant Monk's Café? Hä? Hm. In welcher Friends? Seinfeld. Okay, aber ich kenne ich eh nicht. Welches Online-Rollenspiel hat Erweiterungen mit den Namen Heavensward oder Stormblood? Das ist Elder Scrolls Online. Final Fantasy 14. Okay. Frage 3. In welcher von 1979 bis 2001 produzierten deutschen Serie bestand die Riege aus Klappmaulpuppen? Ja, Augsburger Puppenkiste. Hallo Spencer. Was? Hallo Spencer. Also diese Augsburger Puppenkiste hängt ja an so Seilen. Naja, das ist mit Seilen. Ach, anderes das ist mit du hast die Hand da drin. Ah. Frage 4. Laut welchem Film fand am 29. August 1997 der Judgment Day und damit das Ende der Welt statt? Day After Tomorrow kam viel später raus. Also am 29. August 1997 ist der Judgment Day, wo das Ende der Welt stattfindet in dem Film. Ja, aber Day After Tomorrow ist ja 2010 oder so, wo ach so, die Welt zu Ende geht mit dem Maya-Kalender und so. Das ist dann ja ein anderer Film. Das ist The World Ends oder so. Terminator 2. Oh Gott. Ja, oh ja. Und dann haben wir Frage 5. In welchem Sci-Fi-Roman von 92 wurde der Begriff Metaverse geprägt? Digga, wenn du das weißt, kannst du eine Minute fahren. 92. Das ist Pippi Langstrumpf. Snow Crash von Neal Stephenson. Ja, klar. Mein Lieblingsbuch. Cool, ich bleib einfach hier ein bisschen weiter am Rand stehen. Sieht aus, als ob ich Panne hab. Punish me. Bram, erste Frage. Welche Sportart wird in Videospielen abgebildet, wenn der Name Madden auf der Verpackung steht? Alter. Football. American Football ist richtig. Frage 2. Wie heißt der Vater von Atreus in den seit 2018 produzierten Ausgaben der God of War Spiele? Ja, das ist eine gute Frage. Zeus. Kratos. Frage 3. Wie heißt die mittlerweile reale Restaurantkette, die in Breaking Bad von Gus Fring geleitet wird? El Pollo. Ist richtig. Los Pollos Hermanos. Ah, Los Pollos heißt, ja gut, schade.
Ich bin mal großzügig. Poyo war ja richtig. Die Fragen sind sehr schwer. Das war die zweite richtige. Ein Wort von vier Reihen. Ja, aber richtiges Spanisch. Für Deutsch reicht das. Hollow für Hühnchen. Frage 4. Von welchem Schauspieler wird die Horrorfilm-Ikone Ashley Joanna Williams verkörpert? Harry Weinfurt. Bruce Campbell. Also Ash. Also aus, ne? Und die fünfte Frage. Was versteckte die ungarische Kultzeichentrickfigur Adola in ihrem Geigenkasten? Ein kleines Bärtchen. Nein, natürlich ein aufblasbares Raumschiff. Natürlich, okay. Okay, ich bin ready. Das waren zwei richtige. 20 Sekunden, Bram. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1. Abfahrt. Go, 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 go. Adola. Adola, die Grinsekatze. Ja. Boah, alter Junge. Ich fahre hier aber auch den Weg der Hölle. Stopp! Prall gut ab! Okay, sehr gut. Damit ist wieder mal eine Runde rum und wir gucken uns mal wieder bei Peter an. Er ist 2144 Meter entfernt. Sepp ist bei 2368 Meter geblieben, Brammen auf 2129 Meter rangekommen. Ich schlage vor, wir erhöhen die Zeit, die wir fahren dürfen. Ja. Gut. Dann haben wir im Konglomerat entschieden, dass es jetzt 30 Sekunden Zeit gibt für die Trabi-Fahrer hier. Ja, wir sind einfach richtige zu doof. Antwort. Wir sind echt zu dumm und unsere Autos zu langsam. Wir fangen mit Sebastian an. Hm. Du hast jetzt Zeit, also du hast jetzt richtig... Ja, ich muss auch erstmal eine richtig haben, ne? Welcher Comicheld wurde im Kino von Sylvester Stallone und Carl Urban dargestellt? Sylvester Stallone? Ja, gab einen Film, der auch so hieß dann. Comicfigur. Sylvester Stallone. Also, Sylvester Stallone kenne ich nur hier Rambo. Judge Dredd. Ja, klar, kenne ich. Frage 2. Von welchem Planeten stammen die Star Trek Charaktere Deanna und Lvaxana Troi? Alter. Ich kenne Vulkan, da kommt Spock her. Mhm. Und die anderen, die Klingonen, kommen von. Von Vulkan. Klengarn. Ja, das ist ein, so ein Influencer auch. Beta Z. Die Klingonen kommen von Vulkan. Frage 3. Aus welchem Land stammt Remedy Entertainment, der Entwickler von Spielen wie Alan Wake? Es ist natürlich USA, weil... Richtig. Finnland. Ja, klar. Frage 4. Die Mütter welcher beiden DC Comics-Figuren teilen sich den Vornamen Martha? Kannst du die Frage nochmal stellen? Die Mütter welcher beiden DC-Comic-Figuren teilen sich den Vornamen Martha? Also welche Comic-Figuren von DC haben die Mutti mit Vornamen Martha? Alter, wenn ich überhaupt zwei... Also Superman hat keine Mutter. Doch, Superman hat eine Mutter. Das ist Superman und Batman. Richtig! Vollkommen richtige Antwort. Also, Der Plot-Twist nämlich in Superman vs. Batman ist, dass die beiden sich wieder verstehen, weil die Mutter beide Martha heißt. Als ob! Das ist ja ultra dumm. Ja. Und letzte Frage. Für welche kultige TV-Serie wurde eigens die fiktive Stadt San DeFrangles geschaffen? Für welche Kultserie? Mhm. Supernatural. Achso, ich hab... mit mehr von den anderen beiden gerechnet. Scrubs. Ah. Oh, das hätte ich aber auch nicht, gewusst. Das hätte ich auch nicht gewusst. Aber du hast 30 Sekunden Zeit. Jetzt geht los. So, starte den Motor. Es geht ja los. In 3, 2, 1, Abfahrt. Oh, boah, Alter. Aber das sind aber auch Fragen, du. Ich weiß ja die nicht. Die kommen zumindest immer aus dem Film, Videospiel und... Serienbereich. Ja, aber das sind halt wirklich Fragen. Absolut richtig. Da ist kein Leitplanke.
Stopp! Ja, ja, ich hab mich lieber gedreht, bevor ich da vorne über die Klippe fliege. Ich stehe. Holy fuck. Nummer 2 war, glaube ich, Bram, nee, Peter. Yes. Auch nicht Peter, deine erste Frage. Welcher Autor verfasste neben seinem berühmtesten Werk auch die 7 Finger des Todes? Sein berühmtestes Werk, ja. Das ist natürlich George R. Martin. Dracula hat er auch gemacht, Bram Stoker. Frage 2. Welche reale Stadt diente hauptsächlich als Kulisse für King's Landing aus Game of Thrones? Warte mal, müssten wir das nicht gelernt haben? Ich hab's nicht gelernt. Nein, wir waren aber im Winterfell. Genau. Ja, stimmt. Deswegen weiß ich's nicht. Es muss irgendwas am Wasser sein. Ich sage, es ist Marseille. Dubrovnik in Kroatien. Ja. Frage 3. Wie heißt die große Schwester der Spielzeugpuppe Skipper? Was ist die Spielzeugpuppe Skipper? What the fuck? Ich kenne nur Chucky, die Spielzeugpuppe. Wie heißt die große Schwester von Skipper? Heißt Tanja. Barbie. Lol. Frage 4. Wer gewann sowohl 93 als auch 94 hintereinander den Oscar für die beste Hauptrolle? Hm. 93 und das. Tom Hanks. Tom Hanks ist richtig. Ja. Yes. Einer war, glaube ich, Forrest Gump. Müsste zumindest zeittechnisch hinkommen. Und die Frage 5. Welche zuckerhaltige Limonadenmarke wurde in den Cool Spot Videospielen beworben? Afrikola. 7-Up. Schade. 30 Sekunden für Peter. Laufen ab jetzt. Turn around. Democracy. Turn around. Oh Gott. Du musst deine Fahrt mit Worten beschreiben. Ja. Stopp. Ich bin vom Berg wieder weg. Das ist schon mal viel wert. Nice. Du bist drüber? Nee, ich habe mich dann umentschieden und bin erstmal wieder runtergefahren. Hey Christian, hit me with your best shot! Alles klar, Bram. Und zwar hätte ich gerne gewusst, mit welchem Alias oder Alias verschleiert der Charakter Walter Kovacs aus Watchmen seine Identität? Rorschach. Das ist Rorschach! Frage 2. Welcher Charakter schaffte es 1992, Superman nicht nur zu besiegen, sondern ihn auch zu töten? Doomsday. Richtig! Frage 3. Wie lautet der Name des Haustiers von Ninja-Meister Hamato Yoshi aus den Ninja Turtle Comics? Der Name des Haustiers von Hamato Yoshi. Flat Red. Master Splinter. Er heißt Splinter. Frage 4. Wie nennt man in Großbritannien den hierzulande als Kartoffelchips bekannten Snack? Chips. Wie? Quatsch. Nein, Chips. Crisps? Ja, Crisps. Ja. Macht ja keinen Sinn, Chips in der Pommes. Chips und Pommes. Und Frage 5. In welchem Videospiel war erstmals der Konami-Code anwendbar? War das Street Fighter? Nee, es war Gradius für das NES. Okay. Das waren 2 richtige Antworten. Nehm ich. Das bedeutet, du fährst jetzt 1 Minute lang. Okay. Und ich würde sagen, deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Okay, komm schon, Auto geht da weg. Lass dich da durch. Sehr schön. Also bis da vorne zur Kurve werden wir wohl auf jeden Fall kommen. Das sieht eng aus da. Komm schon, Baby. Bis zu dieser Kurve, damit wir da nicht runterfallen. Sehr gut. Ah, hier links schaffen wir auch noch easy, gar kein Problem. Und jetzt mit Hartgas. Richtig Smackes. Nein, nicht Unfall bauen. Aber wir müssen bis zu der Kreuzung, die ihr da unten rechts seht. Das sind jetzt Klingeling macht. Dann werde ich hier irgendwo gegenfahren. Das ist in Ordnung. Okay, ich fahre da so oder so gegen. Jetzt die Kurve. Noch nicht sagen, Christian. Okay, jetzt wieder okay. Ja, ne? Okay.
Jetzt wieder gut, so. Weil da lief gerade so eine alte Ratte. Splinter. So, und jetzt fahren wir bergauf, jetzt mit dem Rollen auch okay. Ah, oh, Alter, richtig lang noch. Stopp! Okay. Ja, da kannst du ruhig drüber fahren noch. Komm schon! Da rollt er noch! Na, schade. Okay, gucken wir mal nach. Okay, ihr habt euch jetzt ein bisschen mehr bewegt. Peter, noch 1770 Meter. Sepp, 1793 Meter. Krass, Alter. Brammen, 1036 Meter. Oh. 700 Meter voraus ist er. Dementsprechend beginnen wir mit Sebastian in der nächsten Runde. Hey. Dann Peter, dann Bram. Und Sebastian, deine erste Frage. Wir sind mittlerweile beim 15. August. Ne? Schöne Grüße an alle, die da Geburtstag haben. Mit dem Moment sind wir natürlich nicht, denn diese Frage hat Bram gerade beantwortet. Wir sind beim 16. August. Tut mir leid für die, die gerade Geburtstag hatten. Oh, das ist echt zurück. Wir sind natürlich beim... In dem Moment hat es zurückgeklappt. Ich hätte dir gerade die gleichen Fragen wie Bram gestellt. Das wäre okay. Nein, wir machen natürlich beim 20. August weiter. Und zwar, welcher Superheld wurde im TV von Schauspielern wie Tyler Höchlin und Dean Cain dargestellt? Welcher Superheld? Ja, wurde im TV von Schauspielern wie Tyler Höchlin und Dean Cain dargestellt. Es war Superman. Ach komm. Frage 2. Wie heißt der einzige Roman, der von Schriftsteller Oscar Wilde verfasst wurde? Oscar Wilde hat man schon mal gehört. Ja. Aber so mit Romanen und so. Die wilden Kerle. Das Bildnis des Dorian Gray. Okay, ne. Die 3. Wie lautet der Name des einzigen natürlichen Erdtrabanten? Mond. Ja, Luna hätte ich auch zählen lassen. Frage 4. Welche Game of Thrones Schauspielerin verkörperte im Fernsehen die Terminator-Figur Sarah Connor? Du möchtest die Game of Thrones-Figur haben? Also die Schauspielerin hätte ich gerne. Oder die Game of Thrones-Figur würde mir auch reichen. Ja, war bestimmt Cersei. Du meinst natürlich Lena Headey oder Headey. Ist richtig. Ja, weil das ist die einzige, die so alt ist, die ja mitmachen konnte. Ich hatte gedacht, das wäre Emilia Clarke gewesen. Ich auch. Ich bin komplett verwirrt. Nee, die hat in dem neuen. Die Verwirrung ist verwirrt, ja. Ja, aber in dem neuen hat die mitgemacht, aber im alten ja nicht. Sarah Connor. Naja. Es waren zwei richtige und du hast noch eine ganze Frage. Nice. Wie heißt das amerikanische Remake des asiatischen Kultfilms Infernal Affairs? Infernal Affairs hieß der Kultfilm, also. Und das amerikanische Remake des Kultfilms Infernal Affairs heißt wie? Ist auch ein Kultfilm. Kultfilm. Geiler Film. Fast and the Furious. The Departed. Unter Feinden. Ja. Doch, Departed kenne ich aber. Aber nichtsdestotrotz, hey. Zwei richtige Antworten geben dir eine Minute Zeit, dich zu bewegen. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, Abfahrt. Seht ihr uns, sehen du und Sepp sich zwischendurch eigentlich mal? Nee. Habt ihr andere Wege genommen? Ja. Der eine ist oben rum bei der Ente, der andere unten rum. Ich habe das Gefühl, das Grip ist wichtig. Eine Minute habe ich, ne? Da hätte ich auch einfach gerade ausfahren können gerade. Muss ich überhaupt hin, Bram? Kannst du mich mal ein bisschen Mia, leiten? Hallo! Ich fahre immer noch zum Forschungsunizentrum. Jetzt habe ich erstmal was gerammt, erstmal so ein paar Sekunden wieder verloren, aber ich hab ja. Also du fährst zum Forschungsding. Wir sind noch in die Richtung, ja. Müsste ich ja hier abbiegen, glaube ich. Also ich bin jetzt beim Forschungsding. Oh mein Gott, ich sollte auf den Gegenverkehr achten. Ach, warte. Was sagst du beim Forschungsding bist? What the fuck? Die können doch auf dich achten. Oh, warte mal. Ich habe grobe Fehler begangen. Grobe Fehler. Stopp! Nee, Christian! Oh. Ah. Ich bin nicht der Herr der Zeit. Ich kann die Minute leider nicht biegen. Okay. Grobe Fehler.
Waren das schon alle? Nee, Peter. Nee, fehlt noch irgendwer? Bram, ne? Bram war als nächstes dran. Nee, Peter hat nichts dran. Peter, also ja, genau. Ja, Peter, aber jetzt noch mit Fragen. Ja, warte mal, wolltest du nicht Sepp gerade die gleichen Fragen stellen, die du Bram gerade gestellt hast? Ja, das ist richtig. In der dann letzten heißt, Runde fehlt noch Peter. Und dann ich. Genau. Weil Bram war doch am nächsten dran, der hat schon nur 1000 Meter noch. Aber Bram ist doch eine Minute gefahren. Ja, aber davor die Runde. Ja, ach so, ja, das wusste ich natürlich. Dann ist natürlich Peter dran. Als zweites. Und Peter, deine erste Frage für 30 Sekunden. Yes. Eleanor, Janet und Brittany. Also mit A dazwischen. Sind die weiblichen Pendants von welchem Zeichentrick-Trio? Eleanor, Janet und Brittany. Sind die weiblichen Pendants von welchem Trio? Drei Fragezeichen, keine Ahnung. Die Chipmunks. Ah. Frage 2. Welche Waffe wird in Die Ritter der Kokosnuss verwendet, um das Killerkaninchen zu lieben? Das ist die Holy Hand Grenade. Richtig. Frage 3. Für welches Lebensmittel gibt es künstlich hergestellte Ersatzstoffe wie Aspartam und Acesulfam? Für welches Lebensmittel gibt es künstlich hergestellte Ersatzstoffe wie Aspartam und Acesulfam? Gluten. Zucker. Ah. Aspartam ist immer so Coke Zero und so was. Frage 4. Wie heißt das Mischwesen, welches aus Teilen eines Löwen, einer Ziege und einer Schlange besteht? Chimäre. Nicht eines Greifen, es ist die Chimäre. Das waren zwei richtig, einen hast du noch. In welcher Videospielserie gibt es Titel, die in den Jahren 2205, 1602 und 1800 stattfinden? Anno! Boah, Anno ist auch richtig. Anderthalb Minuten Zeit. Peter, mach das jetzt. Nicht mal ansatzweise. 1 Minute 30. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, los. Okay, jetzt fahre ich. Dieser Tür. Bis man da, wenn man bergan fährt, ist immer ein bisschen schwierig. Ja, bis die Karre mal in Bewegung kommt. Guck, ob ich einen von euch sehe auf dem Weg. Wahrscheinlich also, nicht. Wenn du das Forschungszentrum irgendwann siehst, ich stehe auf so einem Berg. Ah, du stehst auf dem Berg Richtung Forschungszentrum, okay. Ich sehe das Forschungszentrum. Ich stehe auch am Berg beim Forschungszentrum, also. Ich stehe mir auf demselben Berg, nur ich auf der anderen Seite von diesem Stein, an dem ich stehe. Ich stehe rechts vom Forschungszentrum, Bram. Ich stehe, ich würde sagen, mittig davor. Mittig davor auf dem Berg bist du? Ja. Ah. Oh. Alles gut. Okay, ich habe bisher noch keinen von euch gesehen, muss ich sagen. Okay. Okay, scheinbar bin ich an einem von euch knapp vorbeigefahren. Keine Ahnung. Oh Gott. Ja, sehr gut, Peter. Ich höre und sehe aber auch nichts. Ja, sehr gut, Peter. Frage ist, ist er auf dem Berg oder? Oh, stopp! Okay, ja, ist gut. Ist in Ordnung. Ich bin gerade im Fall gewesen. Okay. Hit me, baby, so. One more time. Bremmy, deine 5 Fragen. Frage Nummer 1. Mit welchem Preis werden jährlich Theaterstücke und Musicals von Broadway New Yorks ausgezeichnet? Tony Award, richtig. Nice. Frage 2. Unter welchem Namen wurde in Europa die Spieleserie Contra während der 90er verkauft? Ja, Kommandos. Probotector, das wusste ich gar nicht. Das hatte ich für ein Gameboy, krass. Frage 3. Welcher Mensch setzte als zweiter einen Fuß auf den Mond unserer Erde? Alan Baldwin oder so heißt er. Alan Baldwin ist der Schauspieler, der hieß Buzz Aldrin. Ja, was? Buzz Aldrin, ja, fast. Das, den meinte ich ja, aber egal. Frage 4. In was für eine Art von Tier konnte sich der Harry Potter Charakter Peter Pettigrew verwandeln? Eine Ratte.
in eine Ratte. Das nice. Ist er nämlich auch gewesen. Und letzte Frage. Welcher Comic-Charakter geht beim Meister Röhrig in die Lehre? Der Pumuckl. Was? Werner. Was? Ah ja, oh scheiße, das war Meister Eder. Das war Meister Eder. Oh Gott. Oh, ja, hey, ne, ich wollte nur eine Minute. Alles, alles klar. Ja. Man muss Christian quasi berühren mit dem Auto, ne? Das heißt, man muss ihn dann auch erstmal finden. Sozusagen. Ja, das ist richtig. Eine Minute Zeit jetzt für Bram und dann gucken wir nochmal, wer hier wie weit weg ist. Läuft in 3, 2, 1, go. Okay, da jetzt. Ab da runter. Ab da runter? Dann sagt er auch noch. Oh, okay, das war nicht. Hat mich von euch einer gesehen, als ich gefahren bin? Nee, oder? Ich hab's nicht. Zeit gekostet. Naja, hupen, hupen, hupen. So. Wir nehmen den safen Weg. Also Bram sehe ich gar nicht. Fährst du gerade zu dem Ding hoch? Ich fahre jetzt zu dem Ding hoch. Ah, okay, die Straße dann. Ah, warte mal, dann sehe ich dich gleich vielleicht. Da! Ich sehe Bram! So. Oh, da fährt er aber richtig hoch. Ja, komm, das schaffen wir ja wohl, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Muss richtig Gas geben. Christian, warte noch kurz. Warte noch kurz, ganz kurz. Ja. Okay, alles klar, ich bin oben. Also rückwärts hochfahren ist stärker vielleicht. Wirklich möglich, ja. Jetzt fahre ich ganz langsam. Nee, hey, stopp. Zeit jetzt vor- ja, okay, das ist perfekt. Nein! Siehst du ihn? Ich stehe im Irrgarten. Das ist aber doof. Da wollte ich eben nicht reinrollen. Sehe ich auf der Map auch gar nicht. Ich wollte oben an der Kante stehen bleiben, logischerweise. Und jetzt bin ich aber noch mit meinen Vorderreifen in diesen... Vielleicht komme ich da nochmal raus. Gucken wir mal gleich. So, Leute. Also, wir fangen wieder mit Peter an. Peter ist von mir entfernt. 1094 Meter. Das ist schlecht. Sebastian ist von mir entfernt, 957 Meter. Vielleicht ist Peter doch irgendwo bei mir hier. Und Bram ist 586 Meter von mir entfernt. Scheiße. Aber 500 Meter ist doch noch voll weit weg dann, oder? Ja, nee, der könnte da vorne auf dem Parkplatz stehen. Von mir aus gesehen. Also für mich ist er nicht so weit. Wenn ich hier rauskomme, bin ich zufrieden. Einer von euch war auch näher dran, zwischendurch, als er gefahren ist, als er jetzt ist. Ja. Okay, also... Wahrscheinlich die letzte Runde, denke ich mal. Ernsthaft? Je nachdem, wie gut ihr mir die Fragen beantwortet, darf Peter beginnen, denn er ist bei 1094 Meter. Der Einzige, der noch 1000 hat. Alle anderen sind bei... Wie viel hat der Ram? 500, ne? 586. Peter! Jo. Um was für ein Gefährt handelt es sich bei Street Hawk aus dem gleichnamigen TV-Klassiker? Ich kann sogar die Melodie summen. Ein Motorrad. Vollkommen richtig. Frage 2. Zu welcher Gruppe von Lebensmitteln gehörten früher Dolomiti, brauner Bär oder Minimilk? Gruppe von Lebensmitteln. Was war das? Süßigkeiten. Ja. Eiscreme. Okay. Oh, was? Frage 3. Welchen Namen hatte das im Jahr 2017 eingestellte Kurzvideoportal von Twitter? Ja. Die hatten ein Videoportal? Ja. Haben auch einige Sachen... Wein. Ja, richtig. Nummer 2. Frage 4. Welchen alternativen Namen trägt Sherlock Holmes im Videospiel The Great Ace Attorney Chronicles? Professor Layton. Herlock Sholmes. Wirklich? Ja. Okay. Und Frage 5. Wie heißt heutzutage in den DC-Comics die ehemals Wayne Corp genannte Firma? What? Die haben die umbenannt? Batman-Firma. Wayne Enterprises. Okay. Wow. Ja, das hätte man natürlich wissen. Zwei richtige sind eine Minute Zeit. Ist. Ich habe keine Ahnung, wo der Dude ist. Okay, dann muss ich auch Peter sehen, wenn er quasi neben mir ist. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Vielleicht kommt Peter jetzt an mir vorbeigesegelt. Ja, ich bin jetzt sofort an der Westküste angekommen und bin damit wahrscheinlich zu weit gefahren. Ah. Hä? Dann ist er da vielleicht wirklich irgendwo da an dem Campus. Naja, ohne Scheiß.
Aber Bram ist doch voll nah dran und trotzdem 500 Meter weit weg. 500 Meter sind aber ein Stück. Wir müssen überlegen, der Campus ist bestimmt von mehr als 500 Meter breit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also aus meiner, so die Straße lang. Meiner Perspektive könnte der mitten auf der anderen Seite einfach im Kreisverkehr stehen, zum Beispiel. Ja, verstehe. Hat wahrscheinlich richtig geil gewesen wäre, wenn ich einfach die fucking Straße weitergefahren ja. wäre. Wäre wahrscheinlich auch schneller gewesen. Weil ja. Überhaupt ist die Karre echt Müll. Leider stopp. Jo. Der zweite Schwall an Fragen, so rum. Geht an Sebastian. Frage 1. Welches berühmte Elternpaar nannte ihren 2020 geborenen Sohn XAA-X2 oder 12? XAEA-12. Also römisch. Spricht man 12. Ash aus? Das war Elon Musk. Ash ist von Elon. Echt? Ja, ja, also Elon Musk ist richtig. Das spricht man Ash aus. Okay, hat das er selber gesagt, ja, das wenn man das so ausspricht. Wo ist das erste X dann? Muss das nicht Ash sein? Naja. Frage 2. Welcher Spielehit wurde von dem ehemaligen Animationsstudio Ember Lab entwickelt? Welcher Spielehit? Ja. Ember Lab, das war Dr. Layton. Also Spielehit, Freunde, da müssen wir auch nochmal drüber reden, aber es war Kenan. Ah. Bridge of Spirits. Kena hat's gespielt, oder was? Ah, super. Frage 3. Erik Knudsen, auch bekannt unter dem Pseudonym Victor Search, gilt als Erschaffer welcher Figur? Geralt. Slenderman. Ja. Ja, nicht groß. Frage 4. Wie viele verschiedene Geister besuchen oh shit. Ebenezer Scrooge in eine Weihnachtsgeschichte? Fuck. Sagen die das irgendwo? Ich muss... 5 oder 6? Ich muss leider zugeben, ich habe eine Weihnachtsgeschichte nie gesehen. Nicht? Boah, die habe ich früher... jedes Jahr musste ich die gucken. 6? Komm, 6. 4. Auch nur 4 sogar. Was? Und letzte Frage. Um was für eine Art Nahrungsmittel handelt es sich bei Krupuk? K-R-U-P-U-K. Krupuk sind Krabbenchips. Okay. Puftes ja. Krabbenfleisch. Ja, ja, richtig. 2 richtige Antworten. 1 Minute Zeit für Sebastian. Und der darf losfahren in 3, 2, 1, go! Ich muss nur vernünftig den Berg runter und hochkommen. Nein, jetzt... Was tut dieses Auto? Es kann auch nicht rückwärts den Berg hochfahren. Okay, es ist einfach Müll, die Karre. Es ist Müll, die Karre! Müll, die Karre. Okay, da ist der Chrysler. Oh mein Gott, ich bin schon... Sah auf der Map schon ganz schön gut aus. So. Ah, was? Als ob er gegen den Berg prallt! Oh mein Gott. Können wir bitte nächstes Mal ein vernünftiges Auto nehmen? Ja, ich wusste nicht, dass das so enden wird. Ich muss auch sagen, ich wusste auch nicht, dass ihr so ein schnelles Gefährt genommen habt. Wo ist er? Weißt du, wie Christian aussieht? Ihr kennt mich da, wo ich stehe. Weil um mich, also die... Stopp! Habe keine Ahnung, wo er ist. So, Peter ist gefahren, Sepp ist gefahren und Bram ist noch dran. 1500 Meter weg. Genau. Ja, dann hit me. Okay, Frage Nummer 1. Wer wird im Kino sowohl die englische Stimme von Super Mario als auch Comic Carter Garfield sein? Also wer hat Super Mario mittlerweile gesprochen? Ja. Garfield. Im Englischen. Ja. Natürlich. Das ist eine verdammt gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann, deswegen sage ich Harald Schmidt. Chris Pratt war's, yo. Welches berühmte Pen-and-Paper-Rollenspiel wurde 1984 vom Fantasy-Autor Ulrich Kiesow oder Kiesow? Das schwarze Auge. DSA ist richtig. Frage 3. Das Gesicht welches Star Wars-Schauspielers wurde 77 nach einem Autounfall chirurgisch rekonstruiert? Lol.
Boah, gute Frage. Hier von der Orlando gespielt hat. Landa gespielt hat. Achso, nee, nicht Carl Weathers war das, glaube ich, oder? Nee. Keine Ahnung, Mark Hamill. Oh, okay, krass. Wusste ich auch nicht. Frage 4. Welcher britische Sagenheld versammelte Gefährten namens Bruder Tuck und Little John um sich? Robin Hood. Das ist deine zweite richtige Antwort. Und eine Frage hast du noch. Und zwar, welchen Namen trägt der 2021 erschienene inoffizielle Nachfolger der Left 4 Dead Spieleserie? Ja, Brutal Bloods Kackspiel. Back 4 Blood. Ja, genau so. Eine Minute Zeit auch für Bram. Und die läuft in 3, 2, 1. Viel Spaß. Oh geil, bewege mich. Müsste ich ja eigentlich Bram gleich sehen hier. Okay, jetzt muss ich nur noch durch dieses Labyrinth hier durch. Lass mich mit dem Auto... Okay, ich bin festgefahren. Dann mach ich kurz Pause und dann kannst du dich einmal... einfach so 30 Sekunden nach rechts setzen. Ich hab die Zeit pausiert bei 45 Sekunden. Weil, also du kommst halt aus dem Labyrinth nicht mehr raus. Cool. Stimm ich jetzt einfach auf den Rand, direkt so 30 Zentimeter neben mich. Okay. Sag nur Bescheid, wenn du. Bist du wieder? Okay, dann 3, 2, 1, weiter. Okay. Hier kommen wir lang, oder? Ja! Okay, geil. Hallo Campus. Bram, der ist ja. Hallo! Nicht. Er ist auf dem Fickhügel oder so. Da stehst du ja. Ja, ich stehe hier. Und hier sind ganz viele Leute, aber. Du stehst doch da, wo du bist? Ja. Also, wenn Christian einfach zu erkennen ist, finde ich das schwierig. Und auf dem Berg sehe ich auch niemanden. Das sind keine 500 Meter von mir bis da oben. Nee, das sind mehr. Da steht ja. Doch, oder? Stehst du da? Wo? Ab dahin. Bist du da? Steht. Stopp! Reh. Das ist ein Hirsch. Okay, Freunde, alle sind gefahren. Bram, du stehst, ne? Wenn ich dich richtig sehe. Dann fangen wir mit dir direkt an. Du bist von mir 574 Meter entfernt. Ich bin genauso weit weg wie vorher. Also nicht Bram genau, aber... Sepp ist 539 Meter entfernt. Aber wie viel war Bram? 574. Okay. Du 539 und Peter 291. Nein, wieso ist Peter so nah dran? Dementsprechend beginnen wir mit Brammen, dann Sepp, dann Peter. Bram, erste Frage direkt wieder. Wie hieß der Charakter von Jack Nicholson, bevor er im Batman-Film von 89 zum Joker wurde? Also, Das weiß Joker niemand, vorher? Wie der vorher hieß. Jody Schneider. Jack Napier. Also, man wusste ja ewig lange nicht, wie der hieß, so absichtlich. Ja. Frage 2. Mit welchem Flop versuchte der ehemalige Sonic-Entwickler Shuji Naka 2021 ein Comeback? Sonic 2. Balan Wonderworld. Okay. Frage 3. In welcher TV-Serie geht es um die fiktionalisierte Jugend von Dwayne The Rock Johnson? The Rock. Young Rock. Schade. Frage 4. Was für einem Tier läuft Romanfigur Alice hinterher und landet deswegen im Wunderland? Im Hasen. Ja, das hat auch so ein weißes, also ein Kaninchenhase. Das ist genauso wie Krähe und Rabe. Lass mal das mal zählen. Und letzte Frage. Welchen Nachnamen trägt der Protagonist aus der legendären Mass Effect Spieleserie? Moment. Der heißt dann Shepard, oder? Deswegen sag ich Shepard. Shepard ist richtig. Ja. Wie heißt der mit Vornamen da? So wie du Jack, den nennst. Jack ist aus Lost und den Vornamen kannst du ja. Also die sagen ja auch immer nur Shepard. Ja, und deswegen. Das waren zwei richtige. Eine Minute Zeit für dich. Ja. 3, 2, 1, Abfahrt. Okay, Sepp ist vor mir. Das heißt. Ja, also die Richtung hätte ich auch gesagt, Bram, ne? Und dann... Wenn sich so ein Auto dreht, sieht immer lustig aus. Scheiße, du... Auf der Karte. Ey, achso. Ich guck gerade nur auf der Karte. Ich bin ja noch am nächsten dran und ich bin total verwirrt. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Oh! Bram sieht ihn. Oh!
Das warst du doch, oder? Also, wenn du mich siehst, ich habe eine blaue Motorradjacke an. What? Wieso steht denn da ein Dude? Das war ich nicht. Ich sehe keinen von euch. Ja? Ich war das auf jeden Fall nicht. Glaube ich dir. Wäre es doch doof, wenn du da alles sagst. Ja, gelogen. Doch nicht geworden. Ich sehe dich aber auch nicht. Aber der muss doch da irgendwo sein. Ja, denke ich mir auch. Stopp! Ah, okay, ich stand eh und hab mich umgeguckt. Hä? Zweiter war Sebastian. Jetzt bin ich wieder 500 Meter von dir weg. Das macht gar keinen Sinn. Peter ist am Wasser und Frage ist 1. Super nah dran. Da muss er doch irgendwo hier... Ja, ja. Frage 1. In welcher TV-Serie gibt es Raumschiffe namens Acropolis, Pegasus und Celestra? Das ist... Raumschiff Galactica, Battleship Galactica heißt das. Ja, Galactica, ja, hätte mir gereicht. Wow, Kampfstern Galactica, vollkommen richtig. Frage 2. Welcher Herr der Ringe-Schauspieler soll Autor J.R.R. Tolkien nach noch persönlich getroffen haben? War das nicht Legolas, also Orlando Bloom? Ist das deine Antwort? Ja. Saruman, Christopher Lee, der muss ja auch ziemlich alt sein. Ja, keine Ahnung, ey. Der muss man. Aber Legolas ist öfter, ja auch aber, sehr alt. Ja, aber Christopher, der Schauspieler ja nicht. Oh, Peter, der war gut. Der hat sogar einige krasse Leute noch getroffen, also Christopher Lee. Naja, Frage 3. Welcher Held gab sein Comicdebüt in Ausgabe Nummer 1 des Heftes Action Comics? Action Comics, das war Action Man natürlich. Das war Superman. Komm, ey, was ist Superman? Ist jetzt die häufigste Antwort, oder bisher was? Ist Superman so die Antwort to go. Frage 4. In welchem Staat finden die Ereignisse des Videospiels Uncharted The Lost Legacy statt? Und ich meine mit Staat natürlich Land. Also jetzt nicht Illinois oder so. Welchem Staat? Das habe ich, glaube ich, doch gespielt. Das war Namibia. Indien. Ah, nah dran. Ja. Und letzte Frage. Zu welcher Werbefamilie zählen die Zeichentrickfiguren Anton, Det, Fritzchen, Edi, Berti und Conny? Werbefamilie, die Figuren Anton, Det oder Det, Fritzchen, Edi, Berti Chipmunks. Und Conny. Das sind die Mainzelmännchen. Natürlich. 30 Sekunden hat Sepp Zeit. Uff, das wird hart. Da komme ich bis zu Bram, aber nicht bis zu Chris. Ja. Okay, dann läuft deine Zeit in 3, 2, 1, go. Hier ist vor allem halt so eine Hurenmauer, die Bram schon überwunden hat. Und ich muss jetzt zurückfahren, um die Mauer zu überwinden. Man muss halt die Mauer auch mal überwinden. Ja, wer baut eigentlich Mauern? Das machen nur komische Menschen. Die Geschichte hat gezeigt, Mauern sind auch nur ein Hindernis. Oh, das ist nicht so gut für mein Auto. Gut, dass das unverwundbar ist. Okay, where is he? Gucken wir mal. Stopp! Ah, ich roll ein bisschen. Ah, roll mal weiter. Okay, okay. Wo rollst du denn? Keine Ahnung. Ich bin zwischen irgendeiner Kluft hier. Erste Frage. Jo. Für welches Videospiel wurde erstmals der Begriff Quicktimer-Event geprägt? God of War. Shenmue. Frage 2. Welcher Schauspieler verkörperte im Kino Captain America und auch die menschliche Fackel in hier, ne, Fantastic Four? Ja, ich weiß, ja. Ja. Ich weiß den Namen aber leider nicht, deswegen sehe ich Dennis Bram. Chris Evans, so hieß der, genau. Frage 3. Welche Anime-Serie wurde von Netflix real verfilmt und 2021 bereits nach einer Staffel, wie Netflix das nun mal so macht, abgesetzt? Cowboy Bebop. Das ist richtig. Habe ich gesehen, war Much. Aber war zu Recht abgesetzt. Folge 4, genau. Welcher Schauspieler verkörperte im Kinofilm Batman Forever den Riddler? Ja. Ja, oh, Namen, ey. Namen sind doch jetzt gerade echt scheiße, muss ich sagen.
Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Ja, das war Wolle Petri. Hölle, ja. Hölle. Hölle, 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 Hölle. Steve Carell, nein, es ist nicht, mir fällt es nicht ein. Die Maske, Truman Show, Jim Carrey. Jim Carrey, so ist er. Ja. Ja. Wolle Petri, wer war nice. Wolle Petri, wer nice. Letzte Frage. Wie heißt das mythische Schwert, das König Artus aus dem Stein gezogen haben soll? Excalibur. Excalibur ist richtig. Und das ist zwei richtige Antworten. Dementsprechend eine Minute Zeit für Peter. Ich muss gerade die Sekunden auf 0 machen, damit die Minute auf 1 kann. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Ich frage mich gerade, ob ich an dem Jungen schon vorbeigefahren bin. Ist das unterm Strand? Nee. Was hast du an, hast du gesagt? Eine blaue Motorrad, also so eine Motorradlederjacke. Die ist größtenteils blau, bisschen schwarz, aber auch weiß drauf. Nee, dann nicht da. Beschissen. Nicht. Oh, scheiße. Ja, der ist nicht unten an der Straße. Das dürfte zu weit sein. Der muss hier irgendwo an der Böschung hängen. Wirklich? Klar, also glaube ich schon. Ram, du bist auch noch oben, ne? Ich bin noch oben, ja. Ja, ich bin so auf halber Höhe in irgendeinem Cliff drin. Ah. Stopp! Da kommt Peter das Auto hochgefahren. Den Berg, Quatsch. Das Auto hochgefahren. So. Die drei Stooges. Ist irgendwer noch nicht. Nee, ihr habt alle, ne? Ja. Die drei Stooges. Peter. 428 Meter. Ficken, Alter. Sepp. 461 Meter. Hä? Brammen. 562 Meter. Hä? Ich. Also. Ist kleiner, der in der Luft? Kleiner Tipp. Ich bin vielleicht nicht an dem Campus. Ja, ja. Nee, aber das war mir bewusst. Ja, okay, ich wollte nur sagen, hat ja jetzt so jeder. Weniger dran. Und da Bram am weitesten weg ist, gibt's auch hier wieder die erste Frage. Soll ich euch noch einen Tipp geben? Egal. Hau raus. Ich bin der einzige Mensch, der hier steht und der hier auch stehen wird. Hier wird auch keiner angelaufen kommen. Ja. Und auch keiner angefahren. Ist hier vielleicht wäre das Bild besser gewesen. Okay, also Frage 1. Für welches Videospiel, nee, das ist Blödsinn, das habe ich Peter schon gefragt. Für Bram. Er ist wieder umgeknickt, der Kalender. Bram, wie weit warst du weg? 500 ein paar gequetschte. So, die Frage, die an meinem Geburtstag gestellt wird. Welchen Namen trägt in Deutschland die im Original Grover genannte Sesamstraßenfigur? Also im Original heißt der Grover, wie heißt der in Deutsch? Der heißt das Krümelmonster. Ah, das ist Grobi. Frage 2. Welche beiden Boybands gingen gemeinsam als Supergroup? Das sind Einzelbuchstaben mit Punkt. NSYNC und Backstreet Boys. NKOTBSB auf Tour und das kann nur New Kids on the Block und Backstreet Boys gewesen sein. Natürlich. Die sind zusammen auf Tour gegangen? Ja? Nicht die holländischen New Kids. Ach so. Was? Nein. Ja, doch, er Muschi. Ich hätte es gefeiert. Ich hätte mich für die gefreut. Verkackte Morgen. Oh mein Gott, also das wäre eine geile Kombo. Ich würde echt Geld für zahlen. Frage 3. Welche Figur aus der Kultserie Die Muppet Show spielt hauptsächlich die Trompete? Alter. Okay. Kermit. Gonzo. Okay. Frage 4. Wie heißt in der nordischen Mythologie das katalystische Gefecht? Zwischen Göttern, das Kataklystische. Genau, Ragnarök ist richtig. Und die letzte Frage. Wie heißt der mittlerweile verstorbene Zeichner der Berserk-Mangas? Stan Lee. Kentaro Miura. Okay, wäre meine zweite Antwort gewesen. Ja, 30 Sekunden Zeit. Für dich laufen in 3, 2, 1, go. Okay. Sehe ich jetzt gleich Bram? Da ist Bram. Ja, guck mal, hi. Machst jetzt auch hier geil runter. Mhm, tschüss. Lässt sich richtig gut fahren.
Ah, mach ich aber noch. Ist kein Problem. Komm schon, da bin ich drüber. Meinst über die weiter Kante. Weiter rechts? Oh Gott. Hast du Zeit satt? Könnte weiter links sein. Oh, oh, oh. Der ist nicht unten an der Straße. Stopp! Okay, okay, wir rollen noch. Gegen die Palme. Ja. Wo stehst du? Er sieht dich auf jeden Fall, wenn er sagt, gegen die Palme. Ja, langsam sehe ich ihn. Ich habe auch Peter schon mal gesehen. Der ist. Ich meine, ich hätte ihn auch. Moment, wenn oder ist er doch anfangen? Am Strand? Muss die Kamera noch weitermachen? Wer war denn die 2? War, glaube ich, Sepp, richtig? Peter, warst du am Strand? Ja, ich müsste am zweiten weg sein. Noch war ich nicht am Strand. Noch nicht direkt. Okay, Sepp. Welcher Film gewann im Jahr 2004 bei den Oscars in allen 11 Kategorien, in denen er nominiert war? 2004? Herr der Ringe. Reicht dir, ne? Du musst jetzt nicht wissen, ob 1 oder 3. Ah, fuck, ich glaube, es war Teil 3. Vollkommen richtig, Königs. Die Rückkehr des Königs. Oder wie viel hat denn der erste gekriegt? Der hatte weniger, oder? Ja, der hatte weniger. Der dritte hatte mit Abstand am meisten. Okay. Frage 2. Welche Farbe haben die Haare der Videospielfigur Adul Christine aus der Wise-Serie? Blau. Rot. Nice. Klar. Keine Ahnung. Frage 3. Wie lautet der Name des Containerschiffes, welches 2021 für mehrere Tage im Suezkanal feststeckte? Okay. Echt, das Nerdwissen hier. Oh ja. Das kam immer in den Nachrichten und hat alles kaputt gemacht. Ja, das hat ein bisschen was verstopft. Scheiße. Das hat jetzt nicht so viel. Als ob man sich sowas merken soll. Deswegen, ich glaube, das ist hier, damit fette man sich Brumme. Das merkt. Alter, das war die Endeavor. Nee, das war Ever Given. Ever Given. Eins der Wörter hätte mir, glaube ich, vollkommen gereicht. Frage 4. Mortadelo y Filemon ist der spanische Originalname von welchem Agentenduo? Mortadelo y Filemon. Mortadelo und Filemon. Agentenduo? Wer ist denn... Ja. Was für ein Agentenduo gibt es denn? Mr. and Mrs. Smith. Clever und smart. Kenne ich nicht. Und in welchem Land spielt hauptsächlich der Spieleklassiker The Beast Within, A Gabriel Knight Mystery? Alter. In welchem Land? Deutschland. Ach komm. Damit hast du 30 Sekunden Zeit, hier durch die Gegend zu eiern. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Okay, Bram ist irgendwo da Richtung Strand gefahren. Ich versuche jetzt auch mal hier über die Kuppe zu. Nice. Habe ich nicht geschafft. Bram steht da unten. Jetzt Christian hier vorne irgendwo auf einer Klippe. Bevor ich da runter eier, ich habe ja nur 30 Sekunden. Platziere ich mich doch gut hier auf der Ecke. So, fertig. Wo bist du? Na, guck mal nach links, da stehe ich. Stopp! Wo stehst du links? Links von dir auch auf dem Hügel. Peter! Ja. Seh ich gleich. My favorite Sith ist dran. Und zwar, erste Frage. Woraus bestanden die Haare der mythologischen Figur Medusa? Schlangen ist richtig. Frage 2. In welcher fiktiven Stadt spielt hauptsächlich der Marvel-Serien-Hit WandaVision? Metropolis. Hab ich gesehen, hätte ich auch nicht mehr gewusst. Westview. Frage 3. In den Spielen welcher Adventure-Serie kommt häufiger ein dreiköpfiger Affe vor? Monkey Island. Richtig. Frage 4. Für welche fiktive Highschool schaffte Al Bundy 4 Touchdowns in einem Footballspiel? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, sorry. Hawkeye. Und die letzte Frage. Wie viele Jahre dauerte es nach der Ankündigung von Duke Nukem Forever im Jahr 97 bis zum Release? Ja. Ich
15 Jahre. 14. Nein, oh, Mann. So knapp. Das war knapp. Monkey Island war richtig und Schlangen war richtig. Dementsprechend hast du ein Minütchen Zeit. Und es läuft in 3, 2, Gesundheit, Sepp. Danke. 3, 2, 1, go. Muss ich dich jetzt ja sehen. Ach, da! Bitte, der Pedel war grün. Du warst grün, deshalb habe ich dich nie erkannt. Kann ich jetzt was drehen, du blöde Kackkarre? Wo ist der denn da? Ich habe keine Ahnung. Noch weiß ich es nicht. Ram steht da links vor der Palme. Peter fährt zum Glück. Ich fahr jetzt nochmal hier hin, obwohl ich hier gerade schon war. Aber kann ich ihn denn... Ich meine, hier sollte ja auch niemand hinfahren, hat er gesagt. Ja. Deshalb glaube ich entweder am Strand oder am Berg halt. Da ist jemand, aber der hat nicht das an, was Christian sagt. Das bin ich nicht. Wo bin ich hier hingeraten? Ich habe einen riesen reingefahren? Fehler gemacht. Stopp! Okay. Bist jetzt so irgendwie den Duschkabinen da gefahren oder so? Voll der Spanner, der Peter. Ja. So, es ist, glaube ich, wieder eine Runde rum, ne? Mhm. Der zieht sich hier langsam zusammen, das Nest. Peter, 256 Meter. Oh, immer noch 200 Meter. Bram, 310 Meter und Sepp, 311 Meter. Okay. Dementsprechend ist Bram als erstes dran. Das kann doch alles gar nicht. Das heißt, du bist, wer ist am nächsten dran? Theoretisch du. 256 Meter. Sepp 310. Bram 310, Entschuldigung. Und Sepp 311. Sepp ist als erstes dran. Okay. Ja, wir können gerne schon machen. Okay, also Frage 1. Wie heißt das Spin-off von der 6-Millionen-Dollar-Mann mit einer Frau in der Hauptrolle? Die, das habe ich gelesen, dass es das gibt. Die eine Million-Dollar-Frau. Nee, die musst ein bisschen drauflegen, deswegen ist es die 7-Millionen-Dollar-Frau. Ah, mega. Ich suche noch ein paar Folgen vor. Frage 2. Laut Bob Kane fußte einer der Batman-Bösewichte auf einem Zigarettenmaskottchen. Ach so, fußte in dem Sinne von basiert, okay. Mm. Laut Bob Kane basiert einer der Batman-Bösewichte auf einem Zigarettenmaskottchen. Green. Welcher? Ja, richtig. Nice. Wie lautet in das Lied von Eis und Feuer der ins Deutsche übersetzte Spitzname von Peter Baelish? Der englische würde mir auch reichen. Ach du Scheiße, Mad King. Littlefinger oder Kleinfinger? Ach so, ja. Frage 4. Welche Farben hatten die ersten beiden Editionen von Pokémon, die 96 in Japan rauskamen? Ach du Scheiße. Ich glaub, das die ersten waren grün und... Das hatten wir letztens in einem Quiz und dann war ich so, hä, es gab grün und ich war verwirrt und war grün und blau. War rot und grün und hier war es rot und blau. Also rot und grün ist richtig. Die richtige Antwort, also leider nicht. Und ja, dann haben wir noch... Welche spielbare Figur kehrte in Final Fantasy VII Remake Integrate auf den Bildschirm zurück? Welche spielbare Figur? Der welche Hauptcharakter quasi. In Final Fantasy VII Remake Integrate kehrte welche spielbare Figur auf den Bildschirm zurück? Integrate? Cloud? Ja. Nee, Yaffi. Kenn ich nicht. Ah, das ist der Bruder von Ruffy, klar. Dementsprechend, Sepp, 30 Sekunden Zeit. Alter, ich krepel mich hier so durch. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, Abfahrt. Mal gucken, ob Abfahrt. Also Bram, du warst 310 weit weg, Sebastian Sepp 311, 311 und ich 256. Und was du nicht mitbekommen hast, ich bin zu diesem Tennis-Resort gefahren. Diese Karre ist einfach so muff. Stopp!
Sepp hat mich berührt. Alter! Boah, war das knapp, Junge! Das gibt's auch nicht! Ich denk mir so, du segelst jetzt echt an mir vorbei! Alter, dieses Auto macht mich so fertig! Ich hab ihn da am Horizont gesehen und war so, komm, und dann dreht sich das Ding nochmal! Alter, wenn du... Oh Gott! Eine Sekunde später und du wärst dran vorbeigerauscht. Wahnsinn! Sepp hat mich mit diesem wunderschönen Fiat Punto in Blau oder Honda Accord oder was auch immer das ist, gefunden und berührt. Und gewinnt damit die heutige GTA Online Challenge. Ich stehe am Berg, Freunde. Alter, ah, das ist hier du. Oben drauf. Ja, das musste sein, weil du und unten bist, Peter. Genau. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.